Hallo zusammen, hier ist wieder Deutsche Lounge, wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder eine Folge von meiner Serie Waste of Money World of Warcraft Edition. Und dazu, ja, habe ich wieder ein bisschen Gold ausgegeben, beziehungsweise werde jetzt gleich noch ein bisschen Gold ausgeben. Wir wollen nämlich ein bisschen was wasten. Und dazu, dachte ich mir, kaufen wir ein bisschen Teemok-Gedönse und dann zeige ich euch auch gleich, was ich auch schon ausgegeben habe. Dazu habe ich jetzt hier schon im Collectionator ein bisschen was gescannt. Und wir wollen das ein oder andere kaufen. Was ich mir hier als erstes kaufen will, ist ein Rückenteil. Und zwar ist das aus der Paragon-Kiste von den Erleuchteten. Normalerweise hätte ich jetzt gesagt, das kaufe ich nicht, weil das farme ich ja selber. Aber ich habe jetzt letztens das letzte Item gekriegt, was ich quasi nicht übers Auktionshaus kaufen kann aus dieser Kiste. Und jetzt ist nur noch dieser blöde Umhang über. Und ich dachte mir einfach, komm, ich kaufe jetzt den Umhang, weil ich eigentlich keine Lust mehr habe, noch ein paar Monate diese Dailies zu machen. Alles andere habe ich mittlerweile. Das letzte, was mir gefehlt hatte, war noch der Mountplan. Den hatte ich zwar auf dem zweiten Account schon, aber ich hätte gerne die Quest of Main gehabt. Den habe ich jetzt gekriegt. Und dementsprechend ist es nur noch der Umhang offen. Ich würde sagen, für knappe 40k ist der zwar teuer, aber ja, dann haben wir es weg. Kaufen wir uns auf jeden Fall schon mal den Umhang. Dann habe ich hier gesehen, auf Blackmoor ist ein Ingi-Teil drin. Und es kostet 44.000. Das ist ein Remove, das Ding. Vielleicht könnte ich irgendwie hinkriegen, dass ich wen finde, der das noch craften kann, das günstiger kriegt. Aber ganz ehrlich, den Aufwand will ich mir nicht machen. Wir kaufen uns das jetzt für 44k. Das Problem ist, damit ist es nicht getan. Ich habe auf dem Server keinen Ingi, der den Skill hat. So, das ist das Problem. Ich habe aber einen Char, mit dem ich Ingi gelernt habe. Und zwar diesen Priester, den ich mir letztens extra erstellt hatte für Ingi. Jetzt muss ich mal gucken, wo ist der? Fertigkeiten und der hat einen Ingi-Skill von 16. Heißt, ich müsste... Ah, warte mal, ist das der falsche Server? Ne, das passt, das ist der richtige. Von 16. Heißt, ich müsste da noch ein bisschen Gold rein investieren, das hochzuskillen. Das kommt auch ins Waste-Video mit rein. Ich würde sagen, dass das nicht so aufgebläht ist. Würde ich das so machen. Wir gucken jetzt, was das alles kostet zum Skillen, dann zeige ich euch das am Ende, was ich da so rausgehauen habe. Es dürfte jetzt nicht mehr so viel sein, es ist ja mittlerweile Patch 927 raus und dementsprechend sind die, sind diese kompletten Consumables, beziehungsweise alles, was man stacken kann, was ja auch Materialien beinhaltet, dementsprechend Reamwild und ich hoffe, das wird halbwegs günstig, aber Ingi zu skillen ist eigentlich immer eine ätzende Sache, aber wir werden sehen. Gut, jetzt kaufen wir uns den Kopf einfach mal. Dann hätten wir das. Sonst sind es jetzt hier lauter Sachen, die eher ein bisschen teurer sind. Ihr wisst vielleicht meine Regel noch, die ich so für mich aufgestellt habe. Ich kaufe alle Sachen, ohne zu fragen, bis 40.000 raus. Und dann über 40.000, so bis 120, 130, 140k Sachen, die rausgepatcht sind. Da fällt jetzt unter anderem das Ding hier auch drunter. Und guck mal, ob noch was dabei ist. Das chromatische Schwert ist nicht rausgepatcht. Da hätten wir einen Teil für 137. Ja... Komm, scheiß drauf, das kaufen wir uns. Eingetütet. Ein removedes Ding aus dem Vorgebirge des Hügellands. Und sonst wird es dann eher ein wenig teurer hier. Gut, ich glaube, da lassen wir es erstmal mit bewenden. Jetzt würde ich sagen, holen wir uns das mal raus und dann können wir uns das Ganze schon mal in die Tabelle eintragen. Also, den Umhang, den kann ich direkt lernen. Dann die Brille, die schicke ich dann meinem Priester schon mal rüber. Ich habe immer gelernt, Sachen sofort lernen und nicht ewig rummachen, sondern sonst hat man die Pedulie oder kommt in die Pedulie, die ich letztens hatte, dass ich quasi zwei Server hintereinander Zeug gekauft hatte, zwischendrin nicht gelernt habe, zweimal das gleiche gekauft habe und da habe ich richtig Gold dann gewastet, ne? Also nicht nur für Thema gewastet, sondern quasi richtig rausgewastet, weil es komplett für eine Katze war. Naja, egal. Gut, das schicken wir jetzt mal rüber zu meinem Hunter und das kommt zu meinem Priester. Und mit dem kann ich dann eigentlich schon mal umloggen. Parallel habe ich auch schon gescannt auf Antonidas. Und da sieht die Ausbeute sogar fast noch ein bisschen besser aus. So, jetzt gehen wir erstmal... Oder halt, stopp. Ich gehe jetzt nicht auf den Priester, weil sonst vergesse ich den Hand... Ah, nee, warte, meinen Hunter habe ich auf dem zweiten Account. Okay, nevermind. Egal, wir gehen trotzdem auf den Priester. So, genau. Ich habe hier auch schon gescannt auf nicht Lothar, Antonidas ist das. Und dort haben wir einmal ein Ketten-Item aus Sanctum HC, 39.000 für 10k, das ist ein absoluter Schnapper. Das wird auf jeden Fall eingekauft. Dann habe ich hier ein Platten-Item
aus Antorus für 20k. Das kaufen wir auf jeden Fall ein. Dann, was haben wir hier? Aus dem Sanctum nochmal ein Platten-Item für 20k. Das wird auch eingekauft. Dann, was haben wir hier? Das ist das Gleiche. Ne, das einmal ist aus dem HC und einmal aus dem Mythisch, ne? Das ist auch, das ist Mausoleum-Gear, okay. Die würde ich sagen, holen wir uns auch beide. Das und das hier. Dann haben wir noch einmal Handgelenke aus dem Sanctum. Das kaufen wir uns auch für 36k. Und das ist das Letzte, was wir uns holen, aus Dazar Alor für 39. Das kaufen wir uns auch noch. Gut, da haben wir jetzt echt einiges Zeug gefunden, aber es war jetzt alles unter 40, ne? Dachte ich mir, komm, holen wir uns das mal. Dann gucken wir mal, ob noch was rausgepatchtes dabei ist. Ah, ja, ein Gürtel haben wir hier aus dem Silberwald. Anscheinend damals irgendein Hordenquest, oder? Ne, selten, aber Zauberschreiber, warum ist der rot? Wahrscheinlich, weil den nur Hordler killen können. Es wird wahrscheinlich ein Ali-NPC gewesen sein. Okay, das kaufen wir uns für 72k. Gucken wir mal, ob hier noch was dabei ist. Nee, das ist eine ganz normale Worldbeute. Das hier ist rausgepatcht, 145. Bin hier am überlegen, ob sich das rentiert. Ist das das gleiche Ingi-Teil wie auf dem anderen Server? Auch eins, was 300 braucht, aber das kostet deutlich mehr. Komm, wir kaufen uns das für 145, scheiß drauf. Wenn ich ein paar rausgepatchte Items kriege, dann ist das immer wert. Gut, jetzt habe ich blöderweise beim Main nicht geguckt gehabt, wie viel Gold es war, aber das werde ich gleich in der Aufnahme nochmal schauen. Das muss ich ja eben hier ein bisschen zusammencutten. Ja, jetzt gucken wir einmal, was wir hier gleich lernen können. Also, das ist Leder. Dann das ist einmal Stoff, Stuff, nochmal Stoff, Platte, Kette. Das können wir direkt lernen. Ich hätte das wahrscheinlich auch in irgendeinen Char schicken können, der vielleicht nur ein Upgrade hat, aber gut, egal. Das können wir weghauen dann. Dann haben wir hier einen Rücken. Noch einen Rücken. Platte. Und was haben wir hier nochmal? Platte. Komm, die Items, die schicke ich dann zu irgendwelchen Chars mit, die vielleicht dann noch irgendwo ein Item-Level-Upgrade haben. Kann ja nicht schaden. Irgendein Leder-Char. Irgendeinen Plattenchar, der vielleicht ein Item-Level-Upgrade hat, dann ist es nicht ganz so verschwendet. So, jetzt gucken wir erstmal, was wir ausgegeben haben. Das waren jetzt 391, runden wir es auf, 392. Tragen wir das mal hier ein, das war Antonias, 392. Ich habe auch schon ein bisschen was rausgehauen, und zwar habe ich 45.000 Gold ausgegeben für Juwelenschleifen. Und zwar war es da so, dass ich ja diese ganzen Marken mir gefarmt hatte für Juwe, um die Rezepte zu kaufen. Mittlerweile habe ich die Rezepte alle. Das Problem ist, was ich nicht ganz bedacht habe, dass man, um die Rezepte lernen zu können, natürlich auch Juwe gewiss weit hochgeskillt haben muss. Ich habe das zwar mit meinem Shami gemacht, mit dem ich eigentlich die ganzen Juwe-Rezepte sammeln will, aber ich habe ja parallel, weil das sonst zu lange gedauert hätte, auch noch mit meinem Worry quasi diese Marken gefarmt, um einfach die Zeit ein bisschen zu verkürzen. Sonst hätte es etwa 2 Jahre gedauert, so hat es jetzt ein bisschen weniger als ein Jahr gedauert, das Ganze. Und jetzt musste ich halt mit dem Warrior auch nochmal Juwe hochskillen. Naja, 45k, damit ist der Käse gegessen. Dann habe ich mir einen Sylvie HC-Kill gekauft gehabt für 165k und für 130k einen Jailer HC-Kill. Ich hatte mit so einer Nachtraid-Gilde, also ich bin aktuell nirgends mit fest am Raiden, aber ich bin in der Gilde, da haben die so einen Nachtraid, wo die quasi Family und Friends mitnehmen. Da sind wir HC durchgeflitzt. Kassen Nasria hatten wir komplett gecleared, aber bei den anderen beiden Raids hat es am Ende für den Endboss nicht mehr gereicht. Sowohl zeittechnisch als auch, da hätte man sich wahrscheinlich ein bisschen reinprogressen müssen. Dann dachte ich mir, nee, komm, jetzt nochmal irgendwo random zu gucken und da zu progressen, das hat nämlich keinen Bock. Einfach 2 Boss-Kills gekauft. Ich werde mir zwar die Mythic-Kills wahrscheinlich irgendwie holen noch, aber, und hätte mir das wahrscheinlich sparen können, aber ich wollte die Achievements fertig haben einfach und halt auch das Katzenmount, dass das halt so ein bisschen aus der Liste rausfällt. Wisst ihr, mir fehlt da jetzt halt nicht mehr sonderlich viel. Ah, schon mal, da ist jetzt das Seepferd hier noch drin, das habe ich mit dem nicht, aber sonst sind es halt nur noch die 2 Mounts und da dachte ich mir, komm, haust du das raus und holst dir quasi schnell mal die Achievements und das Mount. Gut, dann habe ich noch 20k für irgendeinen günstigen T-Mog rausgehauen, ich weiß aber ehrlich gesagt nicht mehr, was es war. Und dann habe ich letztens ein bisschen fürs Collecten Quests weitergemacht und
beziehungsweise also halt, ich wollte gucken, dass ich die möglichst alle Quests zusammenkriege, ne, und habe jetzt mal bei den Berufsquests angefangen, weil ich ja eh bei den Berufen schon einiges jetzt fertig gemacht hatte. Und dann hatte ich gesehen, ja, schöne Scheiße, um diese Berufsquests zu machen, brauche ich jetzt in dem Fall war es bei der Horde, auch bei der Hordenseite quasi die Berufe auf einem gewissen Skill. Das war aber jetzt sehr, sehr günstig zum Skillen. Schlichtweg, weil jetzt mit dieser regionsweiten Auktionshausgeschichte, dass die Mats einfach so günstig sind. Also das eine Lederer hat 2000 gekostet. Ich habe quasi von 0 auf 150 in BFA Lederer hochgeskillt für 2000 Gold. Und Juve von 0 auf 150 für 5000 Gold. Also, das ist echt ein Witz. Das kostet gar nichts mehr. Das ist richtig günstig gewesen. Genau. So viel dazu. Jetzt würde ich sagen, schicke ich das Zeug rum. Dann muss ich nochmal gucken, was ich beim Main ausgegeben habe. Und dann gucken wir noch ein bisschen, wie es bei Juve aus, Ingi aussieht. So rum. Beziehungsweise, wir wollten ja dann auch nochmal vielleicht auf dem einen oder anderen Server noch gucken. Und dann schauen wir mal, was da noch so geht. So, also, das schicken wir jetzt einfach mal meinem Stoffchar. Das hat gelernt, ne? Dann, das schicke ich jetzt irgendeinem Lederchar. Wer kann denn Gear gebrauchen? Komm, kriegt irgendwie... Komm, schicken wir es mal dem. Und was haben wir hier noch? Platte. Das Gute ist, hier habe ich überall gelevelte Chars, da ist das relativ gut. Da haben wir den. Okay, gut, dann schauen wir mal. Sudala, ich habe ein bisschen Ingi geskillt. Und zwar bin ich jetzt auf dem Skill von 307. War nicht sonderlich teuer, ehrlich gesagt. Es hat mich jetzt gekostet 2500 und ein paar zackte Gold, also relativ geschenkt. Ich habe auch einen Haufen Mats über. Wahrscheinlich werde ich sogar das meiste, wenn ich die Mats hier wieder verkaufe, reinholen. Also das ist richtig, richtig günstig. Gut, wir können jetzt einmal den Kopf hier lernen. Haben wir nochmal einen T-Mock mehr. Und ich habe auch recherchiert, was ich ausgegeben hatte. Ich hatte 222.000 ausgegeben und ein paar zackte. Jetzt haben wir die 2,5. Runden wir es auf 3 auf, dann machen wir hier 5 raus. Dann haben wir 225 und 392 auf Anto. Sind wir jetzt schon mal bei 600k plus halt das hier, was ich davor schon ausgegeben habe. Ich habe noch ein paar andere Server, die ich durchchecken will. Auf einen bin ich jetzt schon mal geswitcht und zwar hier auf Equin. Aber hier seht ihr, da sind nur noch 46 Items drin, die ich überhaupt kaufen könnte. Da geht es mit 50k los. Ehrlich gesagt ist da jetzt nichts Interessantes für mich drin. Nö, also das können wir glaube ich knicken. Also Equin ist schon mal gestorben hier an der Stelle. So, dann sind wir auf dem nächsten Server. Und zwar habe ich hier nochmal auf Lothar durchgescannt. Und hier sind einige günstigere Sachen drin. Erstmal haben wir hier aus dem Mausoleum, aus dem Schlachtzugsbrowser, ein Item für 28k, das können wir uns kaufen. Dann haben wir ebenfalls aus dem Schlachtzugsbrowser, aus dem Mausoleum, ein Leder-Item für 40k. Dann haben wir Hände aus dem Sanktum für 44. Und dann haben wir hier zwei removed Sachen für knappe 50. Ich würde sagen, die holen wir uns auch, zwei Ketten-Items. Und so wie ich das gesehen habe, sind hier noch ein paar mehr removed Items dabei. Und zwar haben wir dann einmal hier Plattenteile für 108k. Die holen wir uns auch. Dann haben wir einmal nochmal Plattenteile. Ist das dasselbe? Nee, das ist was anderes. Das holen wir uns auch. Einen Umhang, der ebenfalls rausgepatcht ist. Handgelenke, wieder von diesen Kisten hier aus der Garnison, die rausgepatcht sind. Und dann gucken wir mal, hier wäre jetzt noch ein Stab. Ich glaube, den Stab nehmen wir noch mit und dann lassen wir es aber gut sein. Da haben wir jetzt eh richtig viel rausgehauen. Hier sind zwar noch ein paar mehr rausgepatchte Sachen, aber die werden dann langsam richtig, richtig teuer. Und ich würde sagen, wir holen uns jetzt erstmal das ganze Zeug. Das war jetzt eh ein Haufen Stuff. 800k. Mein Goldherz blutet, ich sag's euch. Da müssen wir aber wieder ordentlich was reinholen. Das war jetzt doch ein bisschen viel, aber egal. Halt, nein, ich will nicht das Zeug rausholen, sondern ich möchte das Gekaufte rausholen. Und dann können wir gucken, was wir gleich schon mal lernen können. Also, das Stoffteil können wir gleich schon mal lernen. Ist tatsächlich sogar schlechter als das, was ich habe. Den Stab können wir auch gleich lernen. Dann die Hände. Hätte ich jetzt auch mit einem anderen Char lernen können, dann hätte ich es vielleicht noch für... dementsprechend für Item-Upgrade nutzen können. Aber gut, egal. Den Rücken können wir gleich noch lernen. Und das hier können wir auch gleich noch lernen. Wunderbar. Dann haben wir ein Leder-Item. Kette, Platte.
Platte und das hier hatte ich gelernt. Ne? Das müssen wir jetzt gleich mal gucken, dass wir das wieder weiterschicken. Ich habe parallel schon auf einem anderen Server noch durchgescannt. Da können wir dann auch gleich nochmal schauen. Das habe ich gelernt und das habe ich auch gelernt. Okay. Dann schicken wir das mal weiter. Es waren jetzt doch einige Items, ne? So langsam wird es nämlich auch weniger, was ich overall noch im AH brauche. Ich versuche jetzt mal so ein bisschen aggressiver noch aufzukaufen, um, ja, das, die quasi die... Oh, warte mal, das ist Leder, das wollen wir nicht zu dem schicken. Um jetzt mal die insgesamte Anzahl ein bisschen zu verringern, um dann vielleicht so ein bisschen zu gucken, ob wir auf verschiedenen Servern dann auch Ausschau halten können, ne? Aber das, da müssen es dann ein bisschen weniger Items sein, dass ich ein bisschen mehr Überblick über die Sachen kriege. Gut, dann schicken wir das einfach zu dem Worry. Und dann sind wir eigentlich hier soweit durch. Das waren jetzt 835.000. Bisschen viel, 835.000. Und ja, dann können wir hier schon mal ausloggen, hätte ich gesagt. Und wir gucken mal auf Blackhand, da habe ich auch einen Scan durchlaufen lassen. Hier ist es aber so, dass ich glaube ich keinen Max-Level-Char habe. Was sehr schade ist, weil hier sind viele günstige, oh, naja gut, viele jetzt nicht, aber hier sind zwei Kettensachen. Hätte ich hier einen Kettenträger, das hätte ich mir gekauft aus Castle Nasria einmal und aus dem Sanktum, aber es bringt leider nichts. Hier wegen Max-Level-Chars sieht es leider schlecht aus, oder? Jetzt muss ich nochmal gucken. Ne, die sind alle Level 50, ne, das macht keinen Sinn. Schade, vielleicht ist irgendwas Low-Level-Technisches dabei, was rausgepatcht ist. Schau mal an. Sonst noch irgendwas? Also das können wir uns holen, theoretisch, die Wickeltücher. Halt, das war doch da, das ist rausgepatcht, ne? Das ist anscheinend ein altes T0-Set oder 0,5, je nachdem. Ja, das kaufen wir uns mal. Das hat jetzt aber nicht irgendwie, weil das Furchtset ist Hexer. Nee, das kann ich mit einem lernen, ne? Okay, das kann ich auf jeden Fall zu einem Low-Stoff-Char schicken. Das kaufen wir uns schon mal. Was haben wir hier noch so? Das ist nicht rausgepatcht. Und da wird's teuer. Okay. 179, da gäbe es noch einen Teil, ne? Aber diesmal vom Lederset. Okay, nee, das kaufen wir uns nicht. Wie viele Items wären jetzt hier theoretisch noch drin? 212, ne? Also hier ist richtig viel Stuff drin auf dem Server. Aber halt auch sehr viel Teures. Naja, gut, wir versuchen das jetzt mal. Also gut, ich kaufe auch Sachen für 150k, ne? Das ist auch in Anführungszeichen teuer. Aber ich versuche es halt zumindest halbwegs auf die Server aufzuteilen und immer mal wieder irgendwo einen Schnapper zu machen, wenn es denn geht. Gut, also das ist jetzt ein Stoff-Item. Jetzt muss ich mal gucken. Ich habe mir extra nämlich verschiedene Chars hier erstellt, so Test-Chars. Mit denen kann ich das nämlich immer lernen. Schicken wir das mal da rüber. Und das sind jetzt 83.000. Okay, das tragen wir jetzt noch ein. Black Hand hatten wir gesagt, 83. So, jetzt haben wir noch Thrall und Erida. Mal gucken, wie viel es am Ende dann wird an Gold. Dann schauen wir uns noch die zwei letzten Server an. Und zwar bin ich jetzt einmal auf Erida. Und da sind jetzt nur 89 Items drin. Ich habe hier schon was gesehen, was ganz nett ist. Wir haben hier einen World Drop. Und zwar ist der, glaube ich, aus Classic, oder? Ja, müsste Classic sein. 33k. Ich würde sagen, den kaufe ich mir. Und was ich dann hier noch habe, ist ein Item aus dem Dämmerwald, was removed worden ist für 77k. Das würde ich mir auch mal kaufen. Und wenn wir jetzt so den Rest durchgucken, ja, sind die dann eigentlich über dem, was ich ausgeben will, tatsächlich. So, holen wir die zwei Sachen mal raus. Ah, ich sehe gerade, hier ist noch mehr Stuff drin, aber das ist, was ich verkaufen muss. So, das eine hier ist ein Rücken, den können wir direkt lernen. Und das andere müsste ich einmal auf den Plattenchar schicken. Jetzt gucken wir doch mal Platte. So, und das waren jetzt zusammen nochmal 110k, das können wir gleich mal eintragen. Also, das sind Erida, 110. Und was wir dann noch offen haben, ist ein weiterer Server. Und zwar ist das einmal Thrall. Da haben wir einen Wottelbung. Oh, die sind immer ziemlich selten. Ihr seht schon, hier regionaler Marktpreis sind 400.000. Das ist 14k drin. Das ist sehr günstig. Den kaufen wir uns sofort. Und die zwei Sachen sind auch immer teuer. Die kenne ich. Aber 20k, meins, die kosten meistens immer so 100k rum. Und 27k, das tüten wir auf jeden Fall ein. Jetzt muss ich mal gucken, hier ist ein Platten-Item. 35, das können wir auch eintüten.
aus dem Sanktum Stoff. Ich habe, glaube ich, hier keinen Stoff-Char, ne? Das können wir nicht machen. Ich muss mal gucken, was ich für Chars hier auf dem Server habe. Ich habe, glaube ich, 2 gelevelte. Aufs Rall. Das ist einmal der Hunter. Stroll war ganz oben, perfekt. ich habe einen Hunter und einen Demon Hunter, also Leder könnte ich mitnehmen, ne? Okay, also das Kettenteil könnte ich nehmen und das Lederding könnte ich nehmen. Das Stoffteil macht natürlich leider keinen Sinn. Und was haben wir hier noch? Ein Plattending, das ist natürlich RIP. Hier ist noch was rausgepatchtes, okay. Dann kaufen wir uns das Leder-Item. Und hier, gut, das ist eh aus der Schwarzfelsgießerei, das ist eh low, das können wir uns auch holen. Das ist dann leider raus für 40k, oder? Ach nee, das ist aus dem Grabmal. Das kann ich mir auch holen, weil das kann ich dem Loadshar geben. Das passt. Gut, und dann haben wir hier noch ein rausgepatchtes aus Burning Crusade. Ein World Drop für 90k, den kaufen wir uns mal. Was haben wir hier sonst noch so? Das muss ich mir irgendwann mal holen, das chromatische Schwert, ne? Aber ich finde das auf keinem Server wirklich richtig günstig. Da hätten wir noch für 150 ein rausgepatchtes Schild. Komm, scheiß drauf. Nehmen wir das auch noch mit. Okay. Jetzt gucken wir mal, was wir jetzt hier alles drin haben. Oh, es war jetzt auch schon wieder eher teurer. Ah, 400k, ne? Ich glaube, ich hau in letzter Zeit zu viel raus. Ich sag's euch. Gut, lernen wir erstmal den Bogen einmal. Dann haben wir eine Axt. Ein Schwert. Das ist Platte, Leder, Kette. Das Schwert kann ich mit dem lernen. Dann haben wir hier nochmal ein Platten-Item. Und hier noch ein Schild. Gut, das muss ich jetzt dann auch nochmal ein bisschen rumschicken, den Stuff. Also, das Ketten. Achso, warte mal. Ich bin voll Idiot, ich kann ja das Kettenteil selber lernen hier. Gut, so viel dazu. Also, dann haben wir jetzt hier die ganzen Plattensachen. Ich glaube, ich habe mir wahrscheinlich hier auch einen Testchar erstellt. Genau, Täler Platte, das ist mein Testchar. Alles Low-Items, ne? Nicht, dass ich jetzt irgendwas verkackt hätte hier. Geht, das müsste eigentlich mein Char sein. Gut, muss ich gleich nochmal gucken. Oder habe ich den gelöscht? Nee. Das ist strange. Okay, ich gucke ich lieber vielleicht nochmal nach, bevor ich jetzt irgendeinen Kack mache und die Items wohin schicke, wo ich es nicht haben will. Der DH ist auf jeden Fall mein Char. Okay, jetzt gucken wir mal. Goldtechnisch 455. 455. Halt, da haben wir uns einmal vertippt. Dann sind wir jetzt... Hoi, das ist genau auf den runden Betrag rausgegangen. Bei 2.100.000 für T-Mock. Oh, ich wollte eigentlich 1 Million, ne? Etwa so anpeilen. Jetzt haben wir 2,5 rausgehauen. Es wird immer teurer mit dem T-Mock-Gedönse, ne? Ich sag's euch. Liegt einfach daran, weil ich halt immer mehr von dem Zeug schon habe und nur noch die ganz teuren Sachen überbleiben. Aber ein paar Schnapper waren auch dabei. Das ein oder andere seltene haben wir mit rausgekauft. Ist okay, ne? Ein bisschen Gold habe ich ja nur über. Gut, damit sind wir am Ende von dem kleinen Video. Schreibt mir gerne eure Gedanken in die Kommentare. Hätte ich vielleicht was anderes eher noch kaufen sollen oder was nicht kaufen sollen? Was meint ihr? Würde mich interessieren. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Waste of Money Video wieder. Euer Tila, bis dahin. Ciao.